Der Welttag des Tanzens wurde vom Internationalen Theaterinstitut der UNESCO angeregt und im Jahr 1982 erstmals ausgerufen. An diesem Tag sollen Barrieren abgebaut und Menschen durch die universelle Sprache des Tanzes zusammengebracht werden. Auch die Lüneburger Veranstalterin Nurka Casanova hebt diese Besonderheiten des Tanzes hervor. Tanzen hat unterschiedliche Wirkungen an den Menschen. Einmal das Seelische, also es ist ganz wichtig, mit sich selbst zu beschäftigen, die Körperwahrnehmung, den Rhythmus sich zu bewegen. Für den Kopf auch baut verschiedene Vorurteile auch gegenüber anderen Menschen, wenn wir sie begegnen und über die Sprache hinaus kommunizieren können. Beim Tanzen treffen unterschiedliche Menschen zusammen. Die Herkunft und die Sprache spielen keine Rolle, denn kommuniziert wird über das Tanzen. Tanzlehrerin Claudia Daniels spricht an, was für sie besonders an diesem Tag sein wird. Tanzen verbindet und ich finde, das sieht man ja auch an diesem Tag, dass irgendwie ganz viele Tanzschulen und unterschiedliche Menschen sich verbinden und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Tanzen einfach verbindet. Der Auftakt von Lüneburg tanzt wird am Freitag sein. Die Veranstalter haben dafür ein Programm erarbeitet, das sich natürlich rund ums Tanzen dreht. Nurka Casanova verrät, was die Besucher dort erwartet. Am 29. gestalten wir das so, dass wir einen Auftakt organisieren und dort werden die unterschiedlichen Formen von Tanz gezeigt. Einmal in Form von Vortrag aus wissenschaftlicher Sicht, in Form von Bildern durch eine Ausstellung und dann durch Tanzen. Auch am Samstag geht das Tanzen weiter. Tänzer werden auf Lüneburgs Straßen unterwegs sein und auch die Besucher werden zum Tanzen animiert, erklärt Claudia Daniels. Am 30. April ist es so, dass in verschiedenen Orten in der Innenstadt von Lüneburg, also zum Beispiel an der Volkshochschule oder an der Tanzschule Boys oder im Tanzraum, dass dort jeweils 30 Minuten unterschiedlichste Tanzeinheiten stattfinden und gleichzeitig findet auf den Straßen der Stadt, in der Innenstadt, ein Showprogramm statt, wo auch verschiedene Gruppen sich präsentieren auf den Straßen. Das Besondere an diesem Tag ist, dass viele unterschiedliche Tänzer aus ganz Lüneburg teilnehmen. Ob Sportvereine, Ballettschulen oder Tanzschulen, alle sind dabei. Veranstalter Carsten Meyer zählt einige Beispiele auf. Es sind im Wesentlichen Gruppen vom VfL Lüneburg, die großen Tanzschulen in Lüneburg, Tanzkult und Tanz bei Boys. Es nehmen teil die Ballettschulen, einmal Claudia Danitz tanzt, dann Nina Stuwa. Wir haben Heide-Tango, das ist Tango Argentino. Wir haben Bühnentango oder Urban-Tango von Projekt Tango. Wir haben Volkstanz mit den Kreppenstädter Danzlüt. Von allem ist jemand dabei und zeigt und macht etwas. Das Ziel der Veranstaltung ist, den Menschen zu zeigen, dass jeder Spaß am Tanzen haben kann. Carsten Meyer möchte drei Dinge mit Lüneburg tanzt erreichen. Wir erhoffen uns davon, das Tanzen in Lüneburg bekannter zu machen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist es, die Leute, die in Lüneburg tanzen, zu vernetzen, wie das heute so schön heißt. Und das dritte ist einfach den Lüneburgern und auch den Gästen in Lüneburg einfach zu zeigen, Tanzen macht Spaß und Tanzen ist eine Sache, wo sich jeder dran beteiligen kann.